Hey und herzlich willkommen hier zu Let's Play Overwatch. Wir testen ein paar Helden zusammen mit meinem Bro, der jetzt auch im TS ist. Jo, ich wünsche einen guten Tag, guten Abend oder guten Morgen oder fröhliche Weihnachten. Kann man sich aussuchen, wie man möchte. Du hast Ostern vergessen und Nikolaus und alle anderen Feiertage im Jahr. Ja, und Happy Chanukka. Auf jeden Fall nochmal danke an meinen Bro, der mir dieses Spiel jetzt finanziert hat und damit wir jetzt ein paar Let's Plays damit machen können. Genau, jetzt wird gewartet. Genau, jetzt wird gewartet. Ich werde schauen, dass ich das jetzt einfach ein bisschen zurechtschneide. Also nicht wundern, wenn ihr so ein paar Cuts habt. Stade Rialto in Italien. Machen Sie sich bereit zum Ach du Wird schnell. Scheiße. Ja, pick Brigitte, so schnell wie Wo es ist geht. die denn? Da hinten, ne? Rechts bei den Unterstützungshelden. Okay. Jetzt auf Auswählen, ne? Genau. So, ich soll Brigitte spielen. Weil Brigitte ist idiotensicher und ich bin richtig schlecht in Ego-Shooter-Sachen. Aber mein Bro möchte unbedingt spielen. Ich wollte jetzt schon mit 1, 2, 3, 4 spielen. So. Sind das jetzt alles zufällig schon richtig Pro-Gamer oder sind das auch ein bisschen Anfänger? Durchschnittlich würde ich sagen eher nicht so. Ja, wir haben einen Level 26er, einen 50er, einen 170er, Die mittlerer anderen sind rot, 180. ja. Die Gegner sind rot, ja. Genau. Geht die Tür gleich auf, Tadi, oder? Tadi, Tadi, guck mal. Wo bist du denn? Ja. Das ist denn geil? Wow! Also ich kann mit so einem Schild nach vorne slashen, oder was? Genau. Das ist, wenn du Rechtsklick machst, hältst du den Schild hoch, der hat 600 Leben. Okay. Bevor der kaputt geht, musst du ihn immer wegstecken und wegrennen. Weil wenn der kaputt ist, braucht er länger zum Regenerieren, wie so. Mit Links-Shift, Links-Umschalt hast du so einen Fliegestoß, da fliegen die Gegner mit weg. Und mit Linksklick machst du so Fliegeschläge. Kannst du mal ausprobieren. Ja, ich bin schon dabei, ich sehe schon. Genau. Und die hat eine wahnsinnige Reichweite und macht eh alles 1v1 kaputt. Müssen wir das Ding da unten angreifen? Nein, das ist eine Fracht, eine sogenannte Payload im Achso. Englischen. Das heißt, ich renne einfach rein und mach die Sachen, die Leute kaputt, oder was? Nein, tue ich nicht, okay. Ja, du wartest, wir müssen als Team zusammenarbeiten. H drücken, um den Helden zu wechseln. Nee. Genau, das machen wir nicht. Aus Schaden wird man klug. Aus Schaden wird man klug. Ja, die ist ja gut drauf, die Alte. Aber ich habe jetzt keinen Fernkampf, oder? Nein, du bist Nahkämpfer. Warte, Mitch. Ich bin zu schlecht dafür. Ich habe hier voll keinen Plan, was ich eigentlich mache, ehrlich gesagt. Oh Ey, Gott, Leute das ist gucken so. jetzt zu und lachen sich weg, ey, ich sag dir das. Ja, das Problem ist, die Map ist auch richtig kacke, finde ich, für Angriff. Kann ich irgendwie Leute heilen oder sowas? Ja, mit deinem E. Da Ah, ich gibst du sehe schon. uns Rüstung, weil du bist ein Support-Charakter. Nämlich keine Ahnung davon. Also töten tue ich eher nicht, ja? Doch. Ich kann jetzt nicht Gänse wechseln. Ich muss da oben den Torf ja mal rausnehmen, glaube ich. Machen wir doch. Ey, super. Was? Das ist so eine richtige Lappenaufnahme, was ich hier mache. Okay. Haben wir schon. Ja, die Map ist auch, finde ich, kacke, so zum Anfang. Persönlich finde ich die Map ein bisschen schwieriger zu spielen, wenn man das so sagen kann. Die Leute denken sich jetzt auch so was zur Hölle. Immerhin habe ich den Leuten Rüstung gegeben. Genau. Ja, im Endeffekt, man muss gewisse Da ist ein Ziele Typ, da ist ein Typ, da ist ein Typ! Richtet. Ja, am besten jetzt. Roffel TV.
mir kann sich niemand verstecken. Ich weiß, dass ich das besser kann. Ich weiß, dass ich das besser kann, ist halt auch gut. Gut. Kann man auch nur Support-Charakter machen, ohne angreifen? Ich will ja wenigstens mal einen getötet haben. Ja, dann musst du einen Offensivcharakter wählen. Hab die Rüstung gegeben. Echt kein Plan, was ich eigentlich mache. Danke. Ich hab was geschafft! Ich hab was hingekriegt! Glaub, also man kann sich ja heilen, wenn man zurückgeht, oder? Ja, einige heilen sich selber. Ansonsten, wenn ich sterbe, lass dich mal umbringen und nimm Junkrat. Nein, ich mach das jetzt hier. Wir haben jetzt ja nur noch 60 Sekunden, hat er gerade gesagt. Ja, solange wir da sind. Wir können das Ding jetzt auch immer noch in den Payload bringen. Wir müssen... Ja, wir sind gerade scheiß Team. Vielleicht sollte man auch nicht mit einem Noob zusammenspielen, der das noch nie richtig gespielt hat. Nein, das Problem ist, dass die uns hier gerade richtig hart upgraden, weil die Map, finde ich, scheiße designt ist. Okay. Ja, ich finde die Map kacke. Also zum Spielen macht es Spaß. Ist auch eine schöne Map, aber ich finde als Angriff, wenn du da nicht wirklich sofort hart pushen tust, kannst du gar nicht gewinnen. Highlight des Spiels. Okay. Ah, hier. Wie gesagt, Brigitte finde ich auch viel zu stark. Ach, der spielt auch Brigitte? Ja, das ist das Play of the Game. Das bekommt quasi meistens auch nur ein DD. Früher gab es mal sowas wie Supporter, die dann dafür gesorgt haben, dass das alles funktioniert, aber... Also ich würde sagen, wir spielen einfach mal noch eins, oder? Ja. Nächste Match beginnt in 7. Muss ich irgendwie als Team fortfahren Ja drücken oder so? Nein. Das ist, wenn du mit den anderen Leuten, die wir gerade dabei hatten, noch mitspielen willst, weiterspielen willst, wenn sie gut waren, machen einige. Oasis. Das ist jetzt eine Angriffsmap, da müssen wir um einen Punkt kämpfen. Nimm Junkrat. Ist denn der da? Bei Defensiv. Okay. Junkrat. Wir haben natürlich nur einen klassischen Skin, wer hätte gedacht? Ja, das kommt mit der Zeit. Irgendwann hast du so einen Haufen. Manche sind Event-Skins, die kriegst du dann nur einmal im Jahr. Oder jetzt wie diese Mercy-Skin, den du gesehen hast, den gibt es jetzt bis 21. Mai. Das ist ein Benefiz-Skin. Für die Vorsorge von Brustkrebs. Okay. Kannst du kaufen. So, was macht dieser Junkrat hier jetzt? Mit links umschalt hast du so eine Granate, die du auf den Boden wirfst, ne? Mhm. Wenn du... Geh mal hin. So, wenn du jetzt Rechtsklick drückst, explodiert die und du fliegst weg. Okay. So, das passiert mit den Gegnern auch. Mit deiner Linksklick hast du einen Granatwerfer. Mit deiner E hast du eine Falle auf dem Boden. Was Geiles. Keine Ahnung, was ich hier mache, aber hey. Ja, wie gesagt, einfach. Ja, das musst du. Du musst sie auf alle auf den Boden werfen und dann ein bisschen. Also, du musst vor der Falle stehen und dann rechts klicken, dann fliegst du. Also, wir müssen da irgendwas angreifen, das werde ich wohl irgendwie hinkriegen.
Ich werf einfach diese Bomben hier in die Gegend. Genau, genau. Schmeiß sie immer da, wo die Gegner sind. Okay. Ich wurde von irgendwas eliminiert, aber... Es ist auf jeden Fall ein bisschen besser als Call of Duty, finde ich, bis jetzt. Ja, es macht... Es ist ein Fun-Shooter. Und das merkt man auch. Kann man auch sprinten? Gut, wir kriegen jetzt halt ein bisschen auf den Sack. Ja. Feindliches Geschütz entdeckt. Das ist doch eine Fotze, warte. Keine Chance, ey, da kommen vier Leute an. Ja, das ist. Du musst als Team arbeiten, das ist das Problem in dem Spiel. So leicht werden. Ah, deswegen am besten auch mit fünf Leuten zusammen in einer einem Teamspeak, nein. Oder? Ist, das Problem ist, du hast noch kaum Spielerfahrung. Ja. Du kannst das nicht richtig abschätzen und. Im Endeffekt, der Genji macht seinen Job schon gut. Das war's. Was soll das? Was soll das? Mann, ey. Das ist super. Ja, das ist kacke. Gegen manche Kombis ist es kacke. Und wenn die einfach als Team besser arbeiten, hast du keine Chance. Also der hier gefällt mir aber schon besser als diese Brigitte. Wir haben ein Geschütz am Start. Erste Runde. Ja, wie gesagt, es braucht ein bisschen Übung für die Charaktere. Im Endeffekt ist es ein Granatwerfer, wenn du weit nach oben ziehst, fliegt die Granate weiter. Ich bin wieder da. So. Aber denn noch Geiles. Machen wir mal Widowmaker hier. Das ist eine Sniper. Ein Schuss, ein Treff. Oh. Oh, kein Problem, spiel doch. Ist doch gut. Okay. Hier ist ein Typ in der Kantine. 3, 2, 1, Runde 2. Nehmen Sie den Zielpunkt ein. Ja, keine Ahnung. Im Endeffekt mit Widow stehst du hinten und schießt auf die Gegner drauf und versuchst Headshots zu landen. Ist einer der schwereren Charaktere, ihn gut zu spielen. Oder so, dass es sinnvoll ist. Oh, das war einer von uns. Der Zielpunkt ist jetzt aktiv. Achso, kommt man nach vorne. Wo du bist. Na, hallo, wo ich hier oben stehe, ey. Ja, komm mit. Dreh dich um. Komm mit. Geh hier hin und spring. So, von hier oben hast du jetzt so ein relativ freies Schussfeld. Hier kannst du die Gegner absnipern. Wenn ich mal welche sehen würde, da unten ist einer. Genau. Hinter dir kommt, Ich kann mit sowas echt nicht umgehen, ey. Mit Sniper? Also, ja, es macht schon Spaß, aber es ist noch ein bisschen so Steuerung. Muss man sich erstmal dran gewöhnen. Ey, ich schieß da 30 Mal drauf und dann passiert irgendwie nichts. Ja, nein, du darfst. Pass auf, die muss aufladen, ihren Schuss. Wie mache ich das denn? Rechtsklick gedrückt halten. Du tust anvisieren, ne? Ja. Und je länger du visierst, hast du unten so eine Prozentanzeige. Damit lädst du den Schuss auf. Okay. Das ist halt, um Quickscoping ein bisschen entgegenzugehen.
Ja, so schon mal nicht. Das wird euch regenerieren. Darf ich Ihre Bestellung aufnehmen? Was? Warum rennen alle weg? Wer jetzt von den Gegnern? Nee, von uns. Weil sie Idioten sind. Weil sie nicht wissen, wie man das Spiel spielt. Ah, ich weiß was. Super, ey. Feuer frei! Doch nicht wahr. Denke ich zum zweiten Mal in seine Scheißfalle. Ja, grandios verkackt, die ersten drei Testviecher. Aber hey. Guckt mich nett. Der sieht cool aus. Boah, der mit dem Bogen brauche ich. Ja, Hanzo. Viel Spaß. Der sieht cool aus. Ich mag Leute mit Bogen. Gut. Dann werde ich für den ersten Part erstmal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich verlasse mal schnell das Match. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben und verfolgen, wie ich vielleicht besser werde. Aber ich glaube ja nicht dran, aber hey. Wird schon. Lass mal die Schnellsuche bitte kurz. Nicht? Ja, dann auf jeden Fall erstmal ciao und bis zum nächsten Part.